Herzlich willkommen zur Sportsirene. Unser Thema dieses Jahr für die diesjährige Ausgabe ist Zeit. Dafür haben wir einen ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter eingeladen, der mit uns über sein Karriereende und über seine Hobbys im Nachhinein sprechen wird. Dafür begrüße ich recht herzlich Knut Kircher. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben heute. Was? Herzlichen Dank für die Einladung. Wie bereits erwähnt, haben Sie Ihr Karriereende mit der Saison 2015-2016 gehabt, da Sie die Altersgrenze von 47 Jahren erreicht haben. Und Sie haben stets betont, dass Sie die Liga ohne Wehmut verlassen werden. Dennoch bleiben Ihnen natürlich in 18 Jahren Profifußball viele Erinnerungen. Welches Ereignis ist Ihnen da besonders sticht da besonders hervor? Ja, im Grunde genommen ist man in 18 Jahren, wie Sie es ja schon sagen, sehr viel umhergekommen, sehr viel umeinander gereist, auch internationale Spiele. Und ich glaube, ein besonderes Ereignis, das immer mit dem Thema Kommunikation, Umgang mit Menschen zu tun hat, bleibt ein Champions League Qualifikationsspiel in Riga, Skonto Riga gegen eine türkische Mannschaft Trabzonspor. Und da war ein türkischer Spieler, der hatte immer unangemeldet, hatte der Gesprächsbedarf mit mir auf dem Feld. Und ich weiß nicht, ob Sie den Schwaben als solches, als Urgestein kennen, gut genug kennen. In dem Schwaben steckt ein Vulkan. Und dieser türkische Spieler hat diesen Vulkan in mir zum Ausbruch gebracht. Ich wurde etwas emotionaler in der Annahme, dass Schwäbisch natürlich international auf dem Feld gar nicht verstanden wird. Und dennoch war das wohl so, als ich mich da rausgedreht hatte, als es mir besser ging und rausgehen wollte aus der Situation, hörte ich hinter mir nur noch die Worte und du mich auch. Ja, also es wurde durchaus wohl verstanden. Aber das zeigt auch, dass man im Fußball sich die Zeit nehmen muss, auch zu kommunizieren. Es kommt auch mal zu Reibereien, aber man versteht sich letztendlich dann wieder, weil man ein gemeinsames Ziel hat, nämlich das große Ganze, das Fußballspiel. Und es war dann so herrlich, als man dann im Dialog wieder einsteigen konnte und sagen: Ja, woher können Sie das Schwäbisch? Ja, ich bin in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen, habe dann den Durchbruch in den Profifußball in der Türkei voll geschafft und habe gesagt: Wunderbar, und Sie sind die restlichen Spielzeiten mein bester Schwäbisch-Türkisch-Dolmetscher, den ich je hatte. Und von daher hatten wir nie mehr ein Problem. Verständlich und auch verständlich, dass es bei Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist. Ja. Ein besonderes Jahr in Ihrer Karriere dürfte auch das Jahr 2012 gewesen sein. Dort sind Sie DFB-Schiedsrichter des Jahres geworden und für den Württembergischen Fußballverband war es natürlich sehr toll, denn die DFB-Schiedsrichterin des Jahres wurde Christine Beitinger, die ebenfalls für den WFV aktiv war oder ist. Und da haben Sie sich bestimmt besonders gefreut über diese Auszeichnung und gemeinsam mit Ihrer Kollegin gefeiert, nehme ich an. Ja, absolut. Wir hatten damals eine gemeinsame Veranstaltung, bei der diese Auszeichnung ausgesprochen wurde. Und es war dann auch noch im Schwäbischen, nämlich in Altensteig-Waardt, dem damaligen Stützpunkt für unsere Sommerlehrgänge, wo alle Bundesliga-Schiedsrichter und Zweitliga-Schiedsrichter dabei waren. Christine ist damals mit eingeladen worden. Wir hatten einen Galaabend, bei dem diese Auszeichnung an uns beide ging. Und ich kann mich entsinnen auf einer der nachfolgenden Schiedsrichterzeitungen des DFB war dann unser gemeinsames Bild. Es war so idyllisch, auch noch aufgenommen von dem Fotografen mit Blumenstrauß und diesen beiden Auszeichnungen, dass man auch noch etwas spöttisch darüber gesagt hat, das sei unser gemeinsames Hochzeitsbild. Ja, sei es drum. Wir waren damals und wir sind da auch noch stolz drauf, dass wir es damals erreicht haben. Und es war doch eine tolle Sache in Württemberg, zwei württembergische Schiedsrichter, diese Auszeichnung. Das war ein Highlight sicherlich auch für den WFV. Es ist unter anderem zum ersten Mal passiert, dass ein Landesverband beide Schiedsrichter des Jahres gestellt hat. Und auch nach Ihrer Karriere sind Sie dem Württembergischen Fußballverband erhalten geblieben. Sie sind mittlerweile im Vorstand des WFVs und sind dort für Ehrenamt und Soziales zuständig. Wie sind Sie auf diesen Bereich gekommen und warum wollten Sie dort tätig werden? Ich komme ja aus der Basis, genauso wie die Profisportler, die im Endeffekt ihren Ursprung und ihre Wurzeln in dieser Basis haben, in dieser Fußballerbasis. Und es war für mich immer eine Selbstverständlichkeit, dem Fußball dann irgendetwas zurückzugeben wieder. Und das habe ich, oder diese Chance habe ich in dieser Position, in diesem Amt gesehen. Denn es ist im Grunde genommen für viele, die die Vereine als Aktive besuchen und deren Leistungen in Anspruch nehmen, fast schon eine Selbstverständlichkeit zu sagen: Ein Fußballer kommt heutzutage auf den Fußballplatz, dann ist der Rasen gemäht, die Kabinen sind sauber rausgefegt, rausgeputzt. Wenn sie zum Spiel kommen, sind die weißen Linien drauf, die Netze sind drauf, die Eckfahnen stecken drin, die Kuchen sind bereitgestellt, es wird Wurst gebrutzelt, es ist eine Verpflegung da, es sind Trikots da.
Das alles wurde als Selbstverständlichkeit angenommen. Und es ist meine Aufgabe, und die mache ich wirklich von Herzen gerne, es ist meine Aufgabe, diesen Ehrenämtlern, die quasi im Hintergrund agieren und solche eine soziale Gesellschaft am Leben halten, so eine Gemeinschaft dann auch bereichern mit ihren Leistungen und in erster Linie nicht fragen, was kann der Verein für mich tun, sondern was kann ich für den Verein tun? Diesen Menschen mal eine Plattform zu bieten, eine Bühne zu bieten, ein Schaufenster zu bieten, um Danke zu sagen seitens des Verbandes. Denn der Verband weiß sehr wohl zu schätzen, dass es unten an der Basis brummt, dass es dort Probleme gibt, dass es Brennpunkte gibt und dass es Vereine gibt, die über den Tellerrand hinaus auch Kooperationen mit Schulen eingehen, das Thema Integration ganz toll spielen, und wunderbare große Projekte in Angriff nehmen und da Danke zu sagen. Damit ein Verband gut dasteht, und der Württembergische Fußballverband weiß sehr wohl, dass er sehr gut dasteht im Vergleich des Deutschen Fußballbundes. Und das hat er aber einer ehrenamtlich breiten Basis zu verdanken. Und deshalb war es für mich, wie gesagt, eine Selbstverständlichkeit, eine Herzensangelegenheit zu sagen, diesen Job kann ich mir vorstellen und das mache ich gerne. Das sieht man, wie Sie darüber reden, dass Sie das gerne machen. Dennoch, wenn man auf Ihre Karriere blickt, würde man natürlich viel eher daran denken, dass Sie in der Schiedsrichterei eine weitere Tätigkeit einnehmen könnten. Dort sind ja nicht nur junge Schiedsrichter gefragt, sondern auch Schiedsrichterbeobachter, die den Schiedsrichtern in einem Spiel Tipps geben, wie sie sich verbessern können, am Ende eine Bewertung abgeben, die dann über Auf- und Abstieg entscheidet. Und dort sind natürlich auch Beobachter gefragt, die ein fundiertes Fachwissen haben, die gute Tipps geben können, die junge Schiedsrichter weiterentwickeln können. War das für Sie nie eine Option, diese Aufgabe zu übernehmen? Das mache ich auch noch. Ja? Ja, also ich bin nach wie vor, weil ich gesagt habe, ich will meine Erfahrung, meine reichhaltige Erfahrung, die ich über viele Jahre gesammelt habe, auch gerne so frisch, wie sie ist, weitergeben. Denn es gibt doch nichts Blöderes, als wenn die gleichen Fehler, die ich gemacht habe, andere nochmal durchleben müssen, nochmal machen. Klar machen die auch Fehler. Das ist doch jeder, der viel macht, macht auch Fehler und der entscheidet, der macht auch Fehler. Und so habe ich mich damals entschlossen, gleich die Möglichkeit zu haben, diese Erfahrung als Beobachter weiterzugeben. Das bin ich jetzt in der ersten und zweiten und dritten Liga. Das heißt, ich sitze auf der Tribüne, ich führe das Gespräch danach mit den jungen Kollegen, mit den jungen Teams und will Ihnen da auch etwas mit auf den Weg geben, zu sagen, ihr habt vielleicht noch ein paar Lernfelder, ihr seid gut unterwegs, aber wenn ihr das und das vielleicht noch beherzigt und diese Erfahrungen annimmt, die ich gemacht habe, vielleicht könnt ihr viel schneller an einen Punkt kommen, an dem ihr akzeptiert werdet, noch mehr akzeptiert und respektiert werdet. Weil das ist letztendlich das, für was die Schiedsrichter in den Wettkampf gehen. Sie wollen nicht geliebt werden, sie wollen akzeptiert und respektiert werden. Und wenn ein Richtig. Schiedsrichter das erreicht hat, dann hat er sehr viel erreicht. Und da freue ich mich, dass ich da meinen Teil dazu beitragen kann. Gibt es da besondere Punkte, wo Ihr Augenmerk ganz besonders drauf liegt? Ach, wir reden immer wieder von Persönlichkeiten, ja? Und letztendlich gilt es doch auch, Persönlichkeiten zu entwickeln. Denn wenn man Persönlichkeit entwickelt, dann hat man schon sehr viel auf dem Weg dorthin allen Werkzeugen mitbekommen. Und wenn einem gelingt, es gelingt, diese Persönlichkeit dann tatsächlich auf dem Platz auch wieder in einer natürlichen Authentizität einzubringen, dann muss man keine Rolle spielen, sondern dann ist man einfach so, wie man ist. Wie das Wort Persönlichkeit schon sagt, man ist in der Person drin, die man eigentlich selber ist. Und das versuche ich weiterzugeben. Wir haben immer wieder Einzelentscheidungen, dann kann man herrlich und trefflich diskutieren nach der vierten und fünften Zeitlupe. Der linke Flügel sagt, wir hätten es so gemacht, der rechte Flügel sagt, wir hätten es so gemacht, die in der Mitte sagen, aber wir hätten noch eine andere Lösung. Immer diese Grauzone. Das ist normal und Ja. ein Spiel wird nie zu unterteilen sein in Schwarz und Weiß, sondern es wird immer einen großen Graubereich geben, den wir emotional und herzlich nach jedem Spieltag diskutieren werden. Ja, deshalb macht es ja den Fußball so spannend und interessant. Natürlich. Und das versuche ich weiterzugeben. Ja, Sie haben auch über 200 Spiele in der Bundesliga geleitet, diverse internationale Pokalspiele und auch Länderspiele, was natürlich einen immensen Zeitaufwand bedeutet. Noch dazu kommen Lehrgänge, die vom DFB, vom BFV,
veranstaltet werden, die sie besuchen müssen. Das bedeutet viel Zeitaufwand. Und auf der anderen Seite waren Sie als Ingenieur oder sind Sie als Ingenieur bei der Daimler AG tätig. Wie war das für Sie zu vereinen? Und ist die Daimler AG jetzt froh, dass Sie Ihre Karriere beendet haben und wieder mehr arbeiten könnten? Ich weiß nicht, ob die Daimler AG froh ist, dass sie wieder mehr arbeiten kann. Zu meinen internationalen Hochzeiten hatte ich eine Teilzeitbeschäftigung. Ja, das ging runter bis auf eine 30, 25, 30-Stunden-Woche, so ganz intensiven Zeiten. Aber ansonsten war ich immer normal unterwegs. Also 35, die letzten 3, 4 Jahre, auch die 40-Stunden-Woche ganz normal erfüllt. Und die Daimler AG ist ein Arbeitgeber, der das ermöglicht, zumindest in Teilzeit beschäftigt zu sein und auch die Freizeit zu geben als Gleitzeit und als Urlaub, wenn man es kurzfristig auch benötigt für dieses Amt des Schiedsrichters im Profigeschäft. Da kann ich schon mal ganz froh sein, dass das ist. Es ist aber von der Zeit her immer so, dass ich mir für mich selber so das Bild geschaffen habe, ich bin in drei Welten unterwegs. Das eine ist die private Welt, das andere ist die familiäre Welt oder mit der privaten Welt, das andere ist die berufliche Welt und das dritte ist die Schiedsrichterwelt. Es wird und es war auch nie so, dass ich alles gleich bedienen konnte. Ja, Es wäre natürlich. nie gegangen. Ja. Es war immer ein Wellental und es war immer schwerpunktmäßig verteilt. Aber wenn es in einer Welt mal nicht so lief, dann hatte man immer zwei andere Welten, in denen man intensiv unterwegs war, Die einen dann auch wieder hochziehen konnten, wenn es in die einer einen nicht gut. aufgebaut haben. Genau, Ja, ja. weil man hat ja aus den unterschiedlichen Welten ja auch unterschiedliche Schwankungen erlebt in Ja. seinem bisherigen Dasein. Und daher war es für mich auch nie irgendwas, wo ich sage, wo ich nachtrauere, sondern der Faktor Zeit spielt natürlich eine unheimliche Rolle, das ist klar. Ich halte Vorträge, um einfach über diese Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ein bisschen was weiterzugeben. Ich bin Elternbeiratsvorsitzender an einem Gymnasium unserer Kinder. Ich versuche überall, erst vor kurzem wieder, meinen Beitrag zu leisten, auch für ein soziales Umfeld in der Gemeinschaft, indem wir gemeinsam über 4, 5, 6 Monate ein viertägiges intensives Hallenturnier für unseren Heimatverein organisiert haben. Auch da bin ich dabei gewesen. Also von daher, mir wird nie langweilig. Es ist jetzt nie so, dass ich zu Hause auf dem Sofa sitzen würde und sage, oh, jetzt lasse ich mal die Beine baumeln. Das kommt bei mir äußerst selten vor. Ja? Ich bin eher vielleicht ein bisschen, für manche zumindest Außenstehende, zu aktiv. Ja. Ja? Aber ich sage immer, ich lebe im Hier und Jetzt und heute. Dann lass mich Nutzen Sie das es doch voll aus, erleben. ja. Ja, lass mich das doch erleben. Irgendwann kann ich es vielleicht nicht mehr, dann habe ich aber viel erlebt. Das Also von stimmt. daher, mir wird nie langweilig, ich weiß mich immer zu beschäftigen und andere ziehen auch natürlich jetzt durch das, dass sie wissen, dass ich in der Schiedsrichterei nicht mehr so aktiv bin und jetzt bringe ich mich vielleicht wieder ein bisschen intensiver in die Berufswelt ein, ja, und in die Familienwelt. Kleine Kinder mit 11, 14, der Große ist jetzt erst vor kurzem 18 geworden, also von daher. Das sind natürlich auch Erfahrungen, die man dann gemeinsam mitnehmen, miterleben kann. Ja. Die Welt ist offen. Ich freue mich drauf. Sehr schön. Sie haben in Ihrer Antwort gerade eben die Vorträge angesprochen, die Sie halten. Um was geht es in diesen Vorträgen? Letztendlich geht es um Entscheidungen. Entscheidungen zu treffen, die Freude dabei auch zu vermitteln, den Spaß, dass man, wenn man Entscheidungen treffen muss, darauf kann, auch da durchaus Spaß drin oder daraus ziehen kann. Und man kann den Menschen daraus oder darin auch nahebringen, aus der Schiedsrichtersicht heraus, dass wir A, auch nur Menschen sind, B, gewissen Randbedingungen unterliegen, gewisse Grenzen haben, menschliche Grenzen in unserer Wahrnehmung, aber auch gewisse Wege haben, wie wir wie wir Dinge wahrnehmen, so eine erfolgreiche Viererkette haben und auch das Thema Kommunikation ganz spielen können. Nicht nur die Sprache, auch die Mimik, die Gestik, das Miteinander, das reibungsvolle Gegeneinander, all das. Und letztendlich, wenn man mit Entscheidungen zu tun hat, auch darin vermittelt, dass Entscheidungen auch eine gewisse Wirkung auf einen selber, auf andere haben und das immer bewusst auch macht. Ja? Und das ist ein breites, unterhaltsames Spektrum aus vielen Erfahrungen, die man getätigt hat. Und es ist immer wieder mit jedem Publikum anders, weil jedes Publikum reagiert an den ein oder anderen Stellen völlig unterschiedlich. Und Ja. auch für mich immer wieder ein neues Abenteuer.
Ja, und in den Vorträgen bringen sie Leuten, die der Schiedsrichterei wahrscheinlich ein wenig entfernter stehen, die Entscheidungsfindung in hektischen Situationen legen sie ihnen dar. Inwiefern beobachten Sie noch die Leistung Ihrer ehemaligen Kollegen in der diesjährigen Saison mit Argusaugen und was halten Sie von den Leistungen in dieser Saison bisher? Also, schon als aktiver Schiedsrichter konnte ich ein Spiel immer mit zwei Augen anschauen. Das eine Auge war das des Experten als Schiedsrichter, das andere Auge war das Auge des Fußballfans. Und daraus kann man natürlich aus diesen Beobachtungen auch Benefits ziehen für sein eigenes Tun und Handeln im Schiedsrichterbereich. Und genauso ist es jetzt im Nachhinein. Vielleicht nicht mehr so intensiv, wie man es vorher gemacht hat. Und auch mit dem Fokus. Ja, was kannst du jetzt da rausziehen aus der ganzen Geschichte? Aber dennoch immer kritisch, dass man sieht, wie seine ehemaligen Kollegen da unterwegs sind, mit was sie zu kämpfen haben, wie sich der Fußball auch weiterentwickelt an der Stelle. Und letztendlich sind Schiedsrichter selbstkritische Menschen, die sich natürlich griesgrämen, wenn sie einen Fehler machen, der vermeidbar gewesen wäre, die sich hinterfragen bei Fehlern, die passieren können, ja, wo man sagt, das sieht vielleicht nur die dritte oder vierte Kameraeinstellung. Da steht aber nie ein Assistent oder ein Schiedsrichter. Solche Situationen gibt es. Und wenn man das im Großen und Ganzen beurteilen muss, aus der Vorserie heraus, dann muss man sagen und kann man sagen, es sind nach wie vor Fehler da. Also wir werden das auch nie ausmerzen, dass wir keine Fehler mehr machen. Das sicherlich nicht, weil im Auge des Betrachters und der Öffentlichkeit gibt es ja auch einen kolorierten Blick für einen Fußballfan, der sagt, ich gucke jetzt mit der roten Brille drauf, ich gucke mit der blauen, ich gucke mit der gelben Brille drauf. Und da wird es immer auch aus diesem Graubereich heraus Blickwinkel geben, wo die einen sagen, ah, für mich war das jetzt ein Elfmeter. Für mich war es aber kein Elfmeter. Ja, für mich dann doch ein bisschen. Das ist dieser Graubereich. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen, die Schiedsrichter sind jetzt nicht von 100 auf 0 gekommen, was die Fehleranzahl betrifft. Sie haben Fehler gemacht. Es gibt immer auch wieder Fehler, die arrivierte Schiedsrichter machen. Und es gibt Fehler, die junge Schiedsrichter machen. Aber das ist normal. Ja? Wir müssen uns nur auch mal darüber unterhalten, wie wir mit solchen Dingen umgehen. Auch in der Öffentlichkeit umgehen, wie auch andere am Sport, Fußball, Beteiligte damit umgehen. Ja? Und da denke ich, da haben wir noch große Ansätze. Haben Sie mittlerweile auch Zeit, mal auf Amateursportplätzen vorbeizuschauen? Sich da haben Sie vielleicht ein Lieblingsteam in Ihrer Nähe, wo Sie gerne Spiele verfolgen und vielleicht mal einfach vor Ort sind? Ich hatte als Aktiver nie ein Lieblingsteam und ich habe es jetzt auch nicht, weder in der Bundesliga noch im Amateurbereich. Aber was ich gern mache, wirklich, ist auf den Amateursportplätzen mal vorbeizuschauen. A, natürlich bedingt durch meine Kinder, wenn sie selber Fußball spielen, aber A, B, auch durch den Wohnort bedingt, dass man sagt, man geht da mal als Familie hin, man guckt sich dann bei schönem Wetter ein Fußballspiel im Heimatort an. Und erlebt dann natürlich auch die Emotionen im Amateurfußball, das ist Ja, klar. natürlich. Und kennt dann auch die Schiedsrichter. Sind immer wieder nette Begegnungen. Klar, also es ist jetzt nicht so, dass ich so abgespaced wäre und sage, boah, ich habe nur mit dem Profifußball zu tun, da will ich auch zukünftig nur zu tun haben und der Amateurfußball, der interessiert mich gar nicht. Ja, das ist es nicht. Sondern ich komme daher aus dem Amateurfußball und deshalb bin ich da auch ab und zu, ja. Herr Kirche, dann möchte ich mich bei Ihnen recht herzlich bedanken, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, uns ein kleines Interview zu geben. Gerne. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick geben, was ein ehemaliger Spitzenschiedsrichter mittlerweile nach der Karriere für Interessen hat und für Aufgaben. Und möchte mich auch dann bei Ihnen bedanken, dass Sie heute reingeschaut haben. Und bis zum nächsten Mal.